herzlich willkommen bei Frau Janik Fogitz aus Probier's auch. Und heute probiere ich Vanillepudding und zwar eine vegane Variante. Und die ist super einfach gemacht, total lecker. Und bestimmt kennt ihr diese Puddingpulver und die braucht ihr dazu nicht. Das kann man nämlich ganz, ganz einfach selber machen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Auf die Idee, Vanillepudding zu kochen, hat mich nämlich neulich mein Papa gebracht. Der hat nämlich gesagt, er möchte gerne mal Vanillepudding ausprobieren aus der pflanzlichen Milch. Und er kauft sich dafür eben immer diese Vanillepäckchenpulver. Und das braucht man eigentlich gar nicht, weil man kann es ganz einfach selber machen. Da ist ja nur Speisestärke drin und Vanillearoma, also meistens in den günstigen Päckchen keine echte Vanille, sondern nur das Aroma. Und dann ist da noch ein bisschen Farbstoff drin, dass das Ganze halt gelb wird. Und vielleicht kennt ihr auch Vanillezucker und Vanillinzucker. Das sind ja zwei unterschiedliche. Das Vanillin ist immer künstlich hergestellt, ist auch deshalb günstiger. Und Vanillezucker enthält immer echte Vanille, Bourbon-Vanille. Meine Schüler lieben eben auch Vanillepudding und meistens wollen sie lieber Vanillepudding kochen statt Schokopudding, wenn sie die Wahl haben. Und oftmals, also in dem Rezept, wo sie dann machen, ist eben Ei drin und oftmals ist es dann so, dass sie es geschafft haben, irgendwie Rührei in diesen Pudding hinein zu fabrizieren. Also meistens ist es nicht so gut gelungen oder verbrannt und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt ein Rezept eben ohne Ei, vegan. Da passiert das Ganze nicht, garantiert kein Rührei drin in dem Pudding und schmeckt richtig lecker und ist total einfach gemacht. Für euren Vanillepudding braucht ihr natürlich Vanille und ich habe jetzt hier eine Vanilleschote, davon brauchen wir nachher die Hälfte. Die sind momentan auch sehr teuer, ist wirklich ein teures Gewürz und falls ihr das nicht habt, nehmt ihr einfach Vanillezucker, das geht auch gut und dann bekommt ihr auch einen Vanillegeschmack hin oder zum Beispiel Vanilleextrakt, wenn ihr das findet. Und wenn ihr das auch nicht findet oder nicht habt, dann wäre Tonkabohnen zum Beispiel auch noch eine Idee. Das habe ich ja wirklich sehr gerne. Und dann schmeckt es zwar nicht nach Vanille, aber nach Tonkabohne ist auch mal was anderes. Aber heute zeige ich euch die Variante mit dieser Vanilleschote. Außerdem braucht ihr 500 ml Milch eurer Wahl. Ich habe jetzt hier ja Pflanzenmilch und zwar Mandelmilch. Cashew finde ich auch noch super lecker. Soja schmeckt auch gut. Müsst ihr mal ausprobieren. Dann habe ich hier 40 Gramm Speisestärke, also Mais-Speisestärke. Dann braucht ihr ein bisschen Kurkuma. Kurkuma gibt dann die gelbe Farbe. Keine Sorge, man schmeckt es nicht raus. Es ist wirklich nur, damit es aussieht wie Vanille. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Xylit. Und zwar habe ich da 2 Esslöffel. Und das ist ein bisschen gesünderer Zucker, der dann nicht so viele Kalorien hat wie der Haushaltszucker. Und was ihr noch machen könntet statt dem Xylit, zum Beispiel Kokosblütenzucker. Das schmeckt auch super lecker. Aber macht den Pudding ein bisschen dunkler, weil ja der Kokosblütenzucker braun ist. Und wenn ihr das Ganze schön hell haben wollt und gelblich, dann empfehle ich euch lieber Xylit zu verwenden. Und eben wie gesagt eine halbe Vanilleschote. Als erstes gebt ihr ca. 400 ml der Milch in euren Kochtopf und wählt da am besten einen großen Topf, denn es kann sein, dass die Milch ganz schnell nach oben steigt und dann seid ihr froh, wenn ihr einen größeren Topf gewählt habt. Als nächstes kratzt ihr dann das Mark der Vanille heraus, dafür nehmt ihr euch die Vanilleschote, schneidet sie längs auf und kratzt es mit Hilfe des Messers heraus. Das Vanillemark gebt ihr dann gleich mit zu der Milch in den Topf. Und dann könnt ihr noch den Rest auch hinzugeben. Das Ganze wird dann ausgekocht und der Geschmack geht dann in die Milch über. Dann gebt ihr noch ein paar Prisen Kurkuma-Pulver hinzu. Und je nachdem, wie gelb ihr das Ganze haben möchtet, gebt ihr ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hinzu. Zu der restlichen Milch gebt ihr jetzt den Zucker und die Maisstärke hinzu und verrührt das Ganze kräftig mit dem Schneebesen. So entstehen dann nämlich nachher keine Klümpchen in eurem Pudding. Als nächstes müsst ihr dann die Milch zum Kochen bringen und wenn die Sprudeln kocht, dann gebt ihr den restlichen Teil dazu und lässt das Ganze so lang kochen, bis es andickt. Und nicht vergessen, immer ganz kräftig am Boden rühren, dass es euch wirklich nicht anbrennt. Jetzt könnt ihr den Pudding noch in schöne Gläschen umfüllen oder in Schüsselchen, wie ihr das gerne habt und dann entweder warm genießen oder auch kalt und erstmal bei Zimmertemperatur auskühlen lassen und dann in den Kühlschrank. Wenn ihr übrigens nicht möchtet, dass ihr da oben diese Haut bekommt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr das mit Frischhaltefolie abdeckt und wichtig ist, direkt auf den Pudding draufdrücken, also nicht noch ein Luftloch lassen und nur so drüber spannen, weil dann bildet sich trotzdem die Haut, also die muss wirklich... Die Folie muss den Pudding berühren, dann entsteht euch wirklich keine Haut, wenn ihr das nicht gerne habt.
Und so schnell und einfach habt ihr selbstgemachten Vanillepudding gemacht, ganz ohne Tütenpulver und ohne Rührei-Gefahr. Ich versichere es euch. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren und versucht doch auch mal verschiedene Milchsorten auszuprobieren. Und dann gebt mir doch Bescheid, welche eure Lieblingssorte ist und was euch am besten geschmeckt hat. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich riesig. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog www.fraujannik.com. Dort schreibe ich alles für euch auf und dort könnt ihr das Ganze auch ausdrucken, wenn ihr möchtet. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Von mir war es das. Ich gehe jetzt Vanillepudding essen. Ich freue mich schon. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.